Die einen sagen, nein, wir müssen auf die Bäume aufpassen. Die anderen sagen, nein, wir müssen weniger Treibstoff verbrauchen. Der andere sagt, was ist mit den Bären? Nein, im Endeffekt müssen wir verstehen, dass all diese Probleme von einem großen Problem resultieren. Der Egoismus des Menschen umschließt die gesamte Erdkugel. Jeder ist bereit, die ganze Welt nur zu seinem Vorteil zu nutzen, zu seinem eigenen Nutzen zu verwenden. Und es interessiert ihn überhaupt nicht in der Welt. Das Wichtigste ist für ihn nur, dass es ihm jetzt geht. Und so denkt jeder. Und gerade dieser Zugang, diese Beziehung, das zerstört die ganze Welt. Das ist wie bei einer Krankheit. Du gehörst doch zur Medizin. Also wenn ein Mensch krank wird, so spürt er diese Infektion noch nicht. Danach beginnt man langsam die Krankheit zu spüren und danach beginnt man erst eine Heilung zu suchen. Also es gibt hier einige Etappen. Und genauso ist es auch in diesem gesamten historischen Prozess der ganzen Menschheit. Wenn du bloß einem Menschen sagst, sehr gut, das wirkt nicht. Wir sehen, wir haben eine Krise auch in der Erziehung. Sogar kleine Kinder wollen nicht mehr lernen. Was willst du denn noch? Erwachsene oder große Kinder erziehen? Das heißt, Erwachsene in unserem Alter? Also all das, was uns die Philosophen sagen, sogar die Religionen und alle möglichen Richtungen, all das funktioniert nicht. Der Schöpfer, Gott ist die Natur. Gott ist die Natur. Und das hat nichts mit der Religion zu tun, sondern so wie wir über unsere Welt lernen, wo wir die Tatsachen aus der Physik, Biologie und Chemie abgeleitet haben, genauso können wir über jene Kräfte lernen, die auf unsere Welt wirken, die unsere Welt lenken. Und diese Kräfte vereinigen sich alle im Endeffekt zu einer Kraft, die auf uns wirkt. Und diese Kraft heißt Elohim, Schöpfer oder Gott oder die Natur. Das ist aber nicht jener Gott, an den die religiösen Menschen glauben. Aus diesem Grund sprechen wir hier über eine Wissenschaft. Die Weisheit der Kabbalah wird auch als Wissenschaft bezeichnet. Genauso wie uns die Wissenschaften über jene Kräfte erzählen, die in dieser Welt sind, genauso erklärt uns die Weisheit der Kabbalah über jene Kraft, die auf uns wirkt. Und alles, was sie dir erklärt, ist, sie erklärt dir, je stärker wir in einem Einklang zueinander sind, so gelangt der Mensch zu einem Gefühl eines ewigen Lebens. Nicht, dass wir uns so verhalten wie kleine Kinder in einem Kindergarten und alle schön und lieb zueinander sind und auch nicht bei der Fußballmeisterschaft, wo alle einen Genuss haben von dem Erfolg unserer Mannschaft, sondern wir müssen uns auf einer Existenzstufe fühlen, welche höher ist als heute. Wir müssen uns so fühlen wie die gesamte Natur. Wenn ich so ein Gefühl habe, welches nicht wie ein Tier, welches nur sucht, wo es was fressen kann und nicht weiß, was im nächsten Augenblick geschehen wird, wo es sogar sterben kann. Und auch nicht wie ein einfacher Mensch in dieser Welt, wo er ein paar Sachen zwar kennt, aber nicht mal weiß, wer er ist und was er ist und eigentlich mehr leidet als alle anderen, sondern indem ich jene Eigenschaften von mir nutze, welche in einer Angleichung in die allgemeine Natur sind, so erwerbe ich von der Natur, von der allgemeinen Natur, ihre Stärke. Und dann beginne ich so zu sein wie die Natur. Ich beginne dieses Leben zu spüren, welches in der Natur ist, ein ewiges Leben. Plötzlich beginne ich mich nicht nur mit meinem Körper zu identifizieren, welcher auf einer tierischen Stufe ist, sondern ich beginne mich mit meinem Ich zu identifizieren, welches auf der Stufe des Sprechenden ist, auf einer höheren Stufe, über deinem menschlichen Körper. Und du wirst so wie die ganze Natur, du fühlst dich ewig. Und das ist das, was wir eigentlich durch die Weise der Kabbala erfassen. Das ist nicht bloß ein besseres Leben, damit die Luft sauberer ist, die Ökologie besser ist, dass die Kinder wieder zu den Eltern zurückkehren und wir alle gut zueinander werden und uns nicht mehr fürchten müssen, dass der eine den anderen umbringt. Nein, alle Kräfte, die jetzt Druck auf uns ausüben, sind dazu, damit wir uns auf die Ebene der spirituellen Existenz erheben. Ich hoffe, dass wir
darin bald einen Erfolg sehen werden. Entsprechenderweise der Kabbalah ist jener Graph, von dem wir jetzt gesprochen haben, wie der Egoismus wächst. Im Endeffekt verpflichtet uns und zwingt uns unser Egoismus mit Hilfe von Schlägen festzustellen, wie wir den Egoismus richtig nutzen können. Und aus diesem Grund ist die Weisheit der Kabbalah für uns nützlich und wir entwickeln uns mit Hilfe des Verstandes anstatt von Schlägen. Ich hoffe, dass das so geschehen wird. Vielen Dank.